Okay. Folgen die mir jetzt einfach überall hin? Ich muss sie irgendwie abschütteln. Jetzt wird's, glaube ich, spannend. Häng die Utopianer ab, schieße alle Portale auf und weiche ihnen aus. Ja, cool. Ja, ich wollte einfach mal gucken, was passiert, wenn ich durch die Portale fliege. Okay, dann will ich jetzt gucken, was hier im rechten Portal passiert. Cool. Bin aber gespannt, was wir links dann noch haben. So, das letzte Portal hier. Gucken wir da auch nochmal rein, der Vollständigkeit halber. Es Blast from the Past. Ist ja auch voll so ein bisschen auf Nostalgie getrimmt, das Ganze hier, ne? Sollte aber eigentlich jetzt nicht schwer sein, insgesamt hier den Portalen auszuweichen. So. So, das war's doch schon, oder? Ne, da kommen noch mehr. Oder da kommen sie wieder. Das ist neue Portale. Ich will es nicht ausprobieren. Wir machen es jetzt mal richtig. Ich weiß doch nicht, wieso wir sämtliche Portale aufschießen müssen. Aber ich belasse es mal dabei. Zeitverschwendung. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Er ist garantiert am Boden zerschellt. Apropos Boden. Wo ist die Zukunft hin? Es sollte hier keinen Boden geben. Was haben wir nur übersehen? Wir müssen noch einmal zurück. Aber lass uns vorher noch mal um diese Ecke da gucken. Na gut, sicher ist sicher. Sieh mal einer an. Das ist doch unser Umux. Da versucht sich noch jemand in den Lauf der Dinge einzumischen. Der macht uns das aber sehr einfach. Komm, ich habe eine Idee. Okay, und wir müssen uns jetzt aus der Schrottplatte befreien. Haha, und so ist der Rufus also auf den Rücksitz gekommen, okay. Da ist er ja. Ach so, noch so eine Kraftprobe. Na, das sollte sich doch hier machen lassen. So. Aua, diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen. Das war ja auch überfällig. Schmerzen. Ich glaube, ich werde... Nee, ins Timeport kommst du noch rein, Junge. Mit letzter Kraft schaffte ich es auf die Rückbank und versteckte mich unter einer Decke im Staufach. Dann verlor ich das Bewusstsein. Und nun bist du auch hier gestrandet. Bravo. Kommt jetzt der Teil, wo das für uns von Nutzen ist? Ich glaube, ich verstehe es. Ihr wart doch bereits in Kuvak, als wir McChronicle in die Wüste geschickt haben. Dann wart ihr doch genauso da, als wir es eben nicht getan haben. Je nachdem, von welchem der beiden Durchgänge wir gerade sprechen. Rufus sitzt in beiden Versionen auf der Rückbank. Sowohl hier... Hallo. ...als auch in dem anderen Zeitstrang, wo McChronicle ungehindert in Kuvak eintreffen konnte. Du meinst... Er kaute also auch auf der Rückbank, als Rufus und McChronicle das Timepod stahlen? Anscheinend. Volle Kraft voraus! Jetzt wird's echt verwirrend. Das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. So wie bei eurem Abstecher in die Ruinen des zukünftigen Elysium, genau. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Er war da, als ihr Future Goal nach Elysium brachtet. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stehen wir als nächstes an? Und verschwand mit ihr in die Zwischenzeit. Krass. Aber das hieße ja...
Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand, schnell! Nein, warte noch! Huch! Tja, Kuckuck, Überraschung! Rufus? Aber wie kommst du denn dahin? Das ist eine lange Geschichte, für die wir jetzt nicht so richtig Zeit haben, oder? Stimmt genau. Ich will euch davon abhalten, ein... Oh, guck mal, Barry. Hallo, Rufus! Ich will euch davon abhalten, einen großen Fehler zu begehen. Was auch immer ihr vorhabt. Es wird nicht gut ausgehen. Ach, denkst du das? Dann pass mal auf. Rufus, die Hand. Jetzt! Nein, stopp! Los, worauf wartest du? Hab dich! Goal! Ich fasse es einfach nicht! Wie kann es sein, dass du hier bist? Und wer ist der da? Also ich bin hier, um dich zu retten. Was er hier treibt, weiß der Teufel. Dann lasst es mich erklären! Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wovor? Dass du zugenommen hast? Da hätte auch eine Postkarte gereicht. Ich will euch davon abhalten, das Ende zu ruinieren. Ach, halt doch die Schnauze. Haltet beide die Schnauze und helft mir endlich dabei, euch hier hochzubekommen. Halt! Aufhören! Jetzt bin ich ja gespannt. Lasst den Mann los! Die Männer, vielmehr. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du sie fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also zum letzten Mal, lass sie los! Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer, aber ich glaube, sie blöffen nur. Nein, das tun sie nicht. Goal, du kennst mich. Ich bin der Rufus, der dich aus deiner Zukunft gerettet hat. Aber diese Zukunft existiert nicht mehr. Das ist ja der Sinn der Aktion. Nein, du verstehst nicht. Irgendwie sind wir in eine Zeitschleife geraten. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Zukunft? Ich höre immer Zukunft. Mal angenommen, du hast recht. Hast du einen Plan, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Ich befürchte, am grundlegenden Plan, an der Art und Weise, wie wir am Ende die Welt retten, hat sich auch diesmal nichts verändert. Natürlich habe ich einen Plan. Dann raus damit. Wir bauen uns einen Raketenschlitten aus Pappmaché und Zündhölzern. Hey, das könnte funktionieren. Hier ist zufällig eine ganze Menge Pappmaché in Klites Hose. Hat irgendjemand Streichhölzer? Leider nicht. Und ich habe auch gerade keine Hand frei. Ach, wir waren so nah dran. Kommen wir also zu Plan B. Wir knoten unsere Klamotten zusammen, um einen vorbeifliegenden Satelliten einzufangen. Hey, das könnte funktionieren. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass ihr wisst, dass dieser Anzug nur geliehen ist. Insbesondere die Unterhose war schon vorher so. Seid ihr noch bei Trost? Das hier ist bitterer Ernst und keine Partie Strip-Halma. Also, wenn es um das Piercing geht... Piercing? Was läuft denn da zwischen euch? Ach, nicht so wichtig. Das führt uns zu Plan C. Wir bleiben einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Dann sollte es lieber schnell passieren. Ich werde euch nicht mehr lange halten können. Und wir hier oben verlieren auch langsam die Geduld. Lass die beiden los oder mach dich auf dein Ende gefasst. Einen Moment noch. Komm schon, Wunder. Lecker Wundertüten. Wunni, 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 Wunder. Das dazu. Dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Ja, das ist es nämlich. Das ist das, worauf es am Ende mal wieder alles hinausläuft. Denn letztendlich hatten wir nie, konnte es niemals eine andere Wahl geben. Es sieht so aus, als gäbe es nur eines, was du tun kannst. Du musst loslassen. Okay. Das kommt mir ein wenig extrem vor, aber solange es Teil eines weiteren brillanten Rufus-Manövers ist, soll's mir recht sein. Also, was hast du geplant? Park dein Hoverboard unter der nächsten Wolke? Hast du eine Pfeife, mit der du das Adlervolk rufen kannst? Oder nein? Halt, du hast uns alle durch Hologramme ausgetauscht, richtig? Komm schon, rück raus. Ich lasse los und dann, wie zum Kuckuck, willst du denn euren Fall abbremsen?
Ich trage einen Raketenrucksack unterm Mantel. So kenne ich meinen Rufus. Immer ein Ass im Ärmel. Wenn auch selten im eigenen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ich kenne ein geheimes Portal in die Zukunft. Ein Stück weiter unten. Na also, ich wusste doch, dass dir etwas einfallen würde. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ich habe ein paar Flugschnabeltiere abgerichtet. Wer sagt's denn? Wäre ja auch schön blöd von dir gewesen, hier vollkommen unvorbereitet aufzutauchen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei. Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Gar nicht. Wir werden es nicht überleben. Was? Was soll denn das für ein Plan sein? Versteh doch. Es geht hier nicht darum, ihn oder mich zu retten. Was? Wieso? Seit wann das denn nicht? Wir sind bereits Geschichte. Aber für dich, Goal, gibt es noch eine Zukunft. Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Uns beiden. Mach drei draus. Ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen. Ich wollte ein besseres Ende finden. Und dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht, was wir erreicht haben. Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife. Happy End? Fehlanzeige. Und das Ende, das ihr hier erzeugt, ist sogar das Schlimmste von allen. Ich wollte es euch nicht sagen, aber wenn ihr das hier durchzieht, wird Gold sterben. Nein. Oh doch. Und schlimmer noch, ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen. Nein. Du lügst. Warum lügst du? Also, gibt es keine Hoffnung für uns? Was geschehen ist, ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn. Es gibt immer Hoffnung. Und man kann allerhand Dinge tun, die unmöglich sind. Das sollte man sogar. Tonnenweise. Und mehrmals am Tag. Man kann den Organon besiegen. Nach Elysium reisen. Einen praktischen Nutzen für Hutmode finden. Und Sterne vom Himmel holen. Selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern. Aber wenn ihr all die coolen, unmöglichen Sachen, die ihr erreicht habt, rückgängig macht, dann müsst ihr sie alle nochmal machen. Nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich. Versteht ihr? Wollt ihr wirklich verändern, was ihr zusammen erlebt habt? Die Welt immer wieder zerstören, nur um sie noch einmal retten zu können? Ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft. Wofür kämpft ihr, wenn es einfach niemals aufhört? Aber das hier ist euer Moment. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und mir geht die Kraft aus. Haut rein! Nein! Nein! Was für ein Penner! Ja, nicht wahr? Was weiß der schon? Es gibt immer einen Weg, richtig? Komm schon, sag es. Wir schaffen das. Irgendwie. Ich glaube, er hat recht, Goal. Wäre doch blöd, wenn alles, was wir durchgemacht haben, nie passiert wäre. Habt ihr es bald da unten? Und überhaupt, die Vergangenheit ändern. Pff, das ist doch Kinderfufnix. Ja. Wir haben viel unmöglichere Dinge gemacht. Wir haben deine Persönlichkeit gedrittelt. Dich geklont. Hallo. Dich geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt. Hä? Wann war das denn? Ach, da hast du geschlafen. Wichtig ist doch nur, dass wir eine prima Zeit zusammen hatten. Ja, die hatten wir. Nur das Unmöglichste von allem, das habe ich allein getan. Dich loslassen. Vielleicht ist das die eine Sache, die wir korrigieren sollten. Lass es uns zusammentun. Aber ich kann das nicht. Ja, unsere Geduld ist am Ende. Wir zählen jetzt bis Xux. Ongo, Bongo, Schnüx. Doppelschnüx. Ich hatte nie die Chance, mich zu verabschieden. Mach's gut, Rufus. Klobig 2. Es war lässig. Ubel. Super lässig. Rauffang. Naso. Xux. Ach, schön. Obwohl, halt mal. Ich hab's schon mal gesagt. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert.
Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut. Die Utopianer setzten mich in der Zeit ab, in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten. Natürlich war ich immer noch traurig, aber da war auch etwas Neues und Altes. Hoffnung. Ich dachte viel über den anderen Rufus nach. Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren. Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten. Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war. Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen. Der Kreis schließt sich. Das war das Ende, Leute. Das war Deponia Doomsday. Das definitive Ende der Deponia-Saga. Da hat es der Pookie durch Rufus noch einmal ganz klar sagen lassen. Welchen Sinn hat das alles, wenn man am Ende nicht loslassen kann? Und so endet eine grandiose Spielreihe. Es hat mir wirklich unglaublichen Spaß gemacht, dieses Abenteuer zu erleben. Ich habe viel gelacht. Ich muss sagen, musste ich mir auch die eine oder andere Träne wegdrücken. Ist schon eine richtig geile Spielerei und ich bin sowas von froh, dass ich sie erlebt habe. Und ich bin auch sowas von froh, dass ihr bis zum bitteren Ende mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen genauso viel Spaß gemacht wie mir das Spielen. Und dann sehen wir uns vielleicht schon bald in einem anderen Projekt hier auf dem Kanal wieder. Ich weiß noch nicht, was die Zukunft so bringen wird. Ich kann noch nicht sagen, was wir in nächster Zeit hier auf dem Kanal so spielen werden. Da wird gesungen. Von Heim und Aalen und Kraken, die tief unten am Kaum erkunden, Meeresgrund lauern. Doch Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown, schifft all das Grauen. Vertrau mir, Schnucki. Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown, durchschifft jedes Riff, wo aber tausende Schrecken hausen unter Wellen schauen. Pimpi, oh Pimpi, der Clown, kannst du auf mich bauen, Baby. Okay. Er ist fertig mit Singen. Gut, dann kann ich auch noch mal was sagen. Ja, mir ist eben gerade erst aufgefallen, dass wir da im Hintergrund auch tatsächlich sehen, was unsere Abenteuer, unsere Taten letztendlich bewirkt haben, wie es am Ende mit unseren tapferen Helden weiterging. Das sind Abenteuer, von denen man uns nichts erzählen braucht. Ich wollte gerade irgendwas richtig schön geil Tiefgründiges sagen, aber ich komme einfach nicht drauf. Gut, total verkackt. Ich belasse es mal dabei. Danke fürs Zuschauen. Das war Deponia Doomsday. Und wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Projekt auf dem Kanal wieder. Ich weiß nicht, was das sein wird. Ich habe so das eine oder andere Spiel, was ich ganz gerne noch mit euch spielen wollen würde. Nur ich bin im Moment etwas knapper mit der Zeit, als ich es sonst immer war. Von daher weiß ich nicht genau, wann und wie oft ich zum Aufnehmen komme. Deswegen wird sich wahrscheinlich auch die Anzahl der Projekte, die gleichzeitig hier auf dem Kanal laufen, ein bisschen reduzieren. Aber das ist ja nicht so schlimm. Hauptsache, es läuft überhaupt noch was. Hauptsache, ich bin hier, um euch zu unterhalten. Und die wichtigste Hauptsache von allen, ihr seid hier, um euch die Let's Plays zusammen mit mir reinzuziehen. Ja.
Und da schmeißt er uns zurück ins Hauptmenü. Das war jetzt wirklich das Ende. Und wir, Leute, wir hören voneinander das nächste Mal, wenn es dann hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Für heute ist aber wirklich erstmal Schluss. Daher bleibt mir nur noch, euch das zu sagen, was ich am Ende meiner Aufnahmen und vor allem in letzter Zeit, auch am Ende meiner Let's Plays, immer zu euch sage. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Und ciao.